Hier ist Fat Fred von fatspielen.de und nachdem wir das letzte Mal das Haus mit Fury und the Prophet gerockt haben, werden wir uns heute mal nicht um einen Supporter, sondern um einen echten Killer kümmern. Ich werde Strückwür spielen, den Bloodseeker, und du bist ausgewählt, mein aggressiver Freund. So, es geht los hier. Ich werde Bloodbath als erste passive Fähigkeit nehmen und ja, was werde ich zuerst machen? Vielleicht erstmal Skip of Agility, Circle of Ability, und ich werde mir ein Wraithband zusammenzimmern. Das ist nämlich ein guter Gegenstand für Agility, und da ich ein Agility Hero bin, ist das genau das Richtige für mich. So, jetzt noch ein Ironwood Branch. Und was können wir uns hier noch Schönes holen vielleicht? Nee, dafür habe ich schon gar kein Geld mehr. Alles klar. So, reicht. Und los geht's. Ab auf die untere Lane. So, Strückwür. Wahrscheinlich der einzige Held von Dota, der über dessen Namen über keinen Vokal verfügt hier quasi. unaussprechlich, aber wir können auf jeden Fall ihn Bloodseeker nennen, so wie es auch alle tun. So, der Bloodseeker ist also ein richtiger Killer, hat richtig geile Spells, kann sich hier mit Blood Rage selbst in Rage bringen, kann da aber keine Spells mehr casten, aber das kann natürlich auch auf andere raufzaubern, und da gilt das ebenso. Mit Bloodbath kann er sich regenerieren, wenn er einen Last Hit setzt, und Strykvius Thirst ist eine Fähigkeit, die ihn ja dazu bringt, dass er gegnerische Helden, die fast tot sind, also low HP sind, aufspüren kann. Sehr, sehr geil. Und Rupture ist natürlich eins der mächtigsten Ulti überhaupt, wo die gegnerischen Helden, auf die Rupture gecastet wurde, massiv an HP verlieren, sobald sie sich bewegen. Also, wer auf der Flucht ist und Rupture drauf hat, der ist eigentlich schon fast automatisch tot. So sieht es aus. Also, wenn ihr, kleiner Tipp, wenn jemand auf euch Rupture castet, bleibt auf jeden Fall stehen, sonst habt ihr auf jeden Fall verloren. Gerade wenn ihr mehr Distanz einnimmt, ich glaube, die Distanz bringt ja auch nochmal genau 40%, hier 20% auf Distance Moved in Damage. Das heißt, je weiter ihr euch von Strückwühl entfernt, je weiter ihr euch vom Bloodseeker entfernt, desto schlimmer wird das noch. Also, bleibt auf jeden Fall in der Nähe und bleibt stehen. So. So viel zum Tipps. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Gegner die Tipps irgendwie beherzigen, denn wir wollen natürlich Kills machen, hier auf der unteren Lane. So, fangen wir an. Wir spielen mit dem Sand King zusammen, auch einer meiner Lieblingshelden, finde ich richtig cool. Und spielen gegen Bone und den Earthshaker. Bone kann sich unsichtbar machen und der Earthshaker hat ja den mächtigen Fissure-Spell. Damit reißt er den Boden auf, und was dann dazu führt, dass man erstmal gestunt ist für ein paar Sekunden. Und was auch noch dazu führt, dass man das nicht passieren kann. Also, auf jeden Fall ein mächtiger Spell, da müssen wir drauf aufpassen. Und wir müssen natürlich erstmal schauen, dass wir creepen. So, ich habe meinen ersten Creep denied. Das ist ja das Coole, was man ja bei Dota machen kann. Das kann man ja bei League of Legends nicht. Man kann Creeps denyen. Das heißt, ihr könnt die eigenen Creeps verwehren, dass die Gegner kein XP und kein Gold dafür bekommen. Das macht sich immer sehr, sehr gut bemerkbar, wenn man das nämlich öfter macht und die anderen dann tatsächlich irgendwie in Hintertreffen geraten, was XP und Gold anbelangt. Also immer, wenn ihr könnt, denied. Da muss man sich aber tatsächlich ein bisschen trainieren. Ich habe es jetzt auch mal wieder hingekriegt, aber das schafft das ja auch nicht jedes Mal. Da muss man nicht immer schauen, da muss man das richtige Timing finden. Man muss die Attack-Animation seines Helden sehr, sehr gut kennen. Also das ist nicht so einfach, immer zu denyen und zu last-hitten. Aber es macht sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und wenn ihr es könnt, trainiert es einfach. Ich schaffe es jetzt auch. Ich habe ja schon so lange kein Dota mehr gespielt. Ich bin jetzt gerade auch nicht so gut im last-hitten und denyen. Aber ihr könnt es auf jeden Fall immer mal wieder versuchen. Und das macht sich auch schon dann sehr gut bemerkbar. So. Wo bin ich? Im Sandstorm verfangen vom Sand King. Ist eine ganz, ganz gute passive, eine halbwegs passive Fähigkeit vom Sand King. Durch diesen Sandstorm ist er unsichtbar für ein paar, für die Dauer des Sandstorms. Und macht auch noch so permanent so ein bisschen Schaden und vernebelt die Sicht. Also, eigentlich ein ganz, ganz cooler Spell. Hat aber noch viel, viel mächtigere Spells auf Lager. Zum einen kann er sich hinbewegen zu einem Gegner, hat er eben gerade auch schon gemacht, diesen Spell. Und sein seine Ulti ist auch Wahnsinn. Kann nämlich da mit einem Erdbeben die Erde aufreißen. Und gerade in dem Teamfight ist ein gut gesetzte Ulti vom Sand King echtes Gold wert. Damit kann er mehrere Leute und diesem Erdbeben, Vulkan, Hybriden, ich glaube es ist eher ein Erdbeben, aber mal schauen,
kann er jedenfalls eine Menge gegnerischer Helden in den Tod reißen. Also, sehr, sehr coole Sache. Ich habe übrigens schon 5 Creeps denied. Das sieht gar nicht so schlecht aus bisher. Da werde ich noch einen schaffen. Und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, immer eine gute Sache, wenn man das hinkriegt. So, bis ich Level 6 bin, kann ich mit Schlückwürde eigentlich auch gar nicht viel machen. Den lasse ich einfach immer so ein bisschen passiv auf der Lane und sorge einfach dafür, dass er nicht stirbt. Aber im Late Game, ein gut geskillter und gut gelevelter Bloodseeker im Late Game mit den richtigen Items ist ein richtiger Killer. Also, auf jeden Fall, ab Level 6 ist er, und das ist ja nicht nur das Late Game, sondern Level 6 erreicht man ja schon relativ schnell. Da sind wir noch, auch noch 2 Level von entfernt. Ab Level 6 ist Strückwisch schon gefährlich durch seine mächtige Ulti. Und wenn es dann dazu kommt, dass man ins Late Game kommt und das alles richtig gemacht hat, dann ist kein Halten mehr. So, bis dahin ist aber noch ein weiter Weg. Obwohl wir diesmal Easy Mode spielen. Wir spielen also nicht Abso, All Pick Switch On, sondern wir spielen Apem, All Pick Easy Mode. Ist eigentlich nicht so empfehlenswert, Easy Mode zu machen. Da kriegt man mehr Gold und mehr XP und ist alles ein bisschen leichter. Aber das führt auch dazu, dass man so ein bisschen, ich sag mal, verweichlicht in seinen Fähigkeiten. Man sollte es eigentlich meiden, aber ich habe kein anderes Spiel gefunden, deswegen musste ich jetzt einfach mal Apem spielen. Hat nicht anders sollen sein hier im Moment. So. Ich kriege übrigens immer mal wieder einen mit von Bone, von Klings, dem Bonefletcher. Der schießt immer wieder einen Feuerpfeil auf mich rauf und fügt mir dadurch doch eine Menge Schaden zu. Ist natürlich auch scheiße, dass er als Ranged Hero hier natürlich einen Vorteil hat gegenüber den 2 Nahkampfhelden, dem Sand King und meiner Person. Ist natürlich klar, aber trotzdem werden wir hier das Beste draus machen. Da ist übrigens dieser Fissure Spell und damit hat er jetzt den Sand King ausgeschaltet quasi. Der ist jetzt auf der anderen Seite und er kommt nicht mehr durch. Er kommt nicht durch. Und da konnte ich auch nichts machen, da ich auch nicht ihm zur Hilfe eilen konnte. Also der Earthshaker hat den Fissure Spell unglaublich gut gesetzt, hat ihn abgeschnitten von meiner Hilfe und er war dann allein auf der Lane und war ausgeliefert gegenüber den gegnerischen beiden Helden Bone und dem Earthshaker. So. Ich muss ja auf jeden Fall hier die Stings halten. Oh, habt ihr das gesehen? Was für ein Monster-Lag. Da, da war kurzzeitig ist mir hier das Herz stehen geblieben, auf dem Lag. Beziehungsweise einem Disc kann ich auf jeden Fall verzichten. Das will ich hier, wenn es geht, auf jeden Fall nicht riskieren. So, ich bin in meinem Spiel, kein Disconnect, sondern voll drin und bin auch gleich Level 6. Und da hoffen wir mal, dass wir hier den einen oder anderen damit erledigen können. Da muss ich einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten und kann dann mit Rupture auf jeden Fall richtig was reißen hier. So, Sand King ist wieder mal abgeschnitten von der Außenwelt, versucht sich hier zu retten, hat sich jetzt zum Glück noch zurückbewegen können. Und ich habe Rupture. Ich habe meine Ulti. Das heißt, wer jetzt rennt, verliert. So, ich muss natürlich den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das wird ein bisschen schwierig sein, damit Rupture auch auf jeden Fall gut sitzt. Aber wenn es sitzt, dann sitzt es richtig. So. Use your fucking arrow. Yunero hat auf der linken Lane, ja genau, mit Mirena schon einige Probleme, aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir kümmern uns um unsere Lane und kümmern uns darum, dass wir hier unsere Ulti endlich mal intelligent setzen. Wäre jetzt ganz gut, wenn wir hier nicht pushen würden. Das würde mir nämlich hier eigentlich sehr zugutekommen, wenn wir die beiden vorm Tower stehen haben und die dann einfach mal wegrennen. Und dann kann ich den Rennenden erledigen. So, wie sieht es aus? Er geht zurück. Okay, jetzt vielleicht auf den Earthshaker. Rupture, Carsten, er bewegt sich, er bewegt sich. Er ist in der Distanz, jetzt bleibt er aber stehen. Oh, oh, er bleibt stehen und hat mich genommen. Ich muss auf jeden Fall weg. Uhuhu. Okay, das war nicht so gut. Oh, ne, jetzt kriegt er mich noch. Oh, fuck. Das war hart. Das war hart. Das war auch ganz, ganz, ganz knapp. Bitter. Echt bitter. Schade, schade, aber ja, das war nicht das richtige Timing und da hat er auch noch sehr, sehr viel Glück gehabt, dass er mich mit diesem Fischer auch noch erledigt hat. Ich werde mir wahrscheinlich auf jeden Fall jetzt erstmal Boots holen, da ich echt zu lahm war. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Movement Speed gehabt, dann wäre ich auf jeden Fall aus dem Schneider gewesen. Also, Boots erstmal. Und dann hole ich mir Boots of Elviskin gleich hinterher und könnte mir das Power Treats Recipe eigentlich auch noch kaufen. Wo war das nochmal? Da ist es. Was brauche ich dafür noch? Boots of Gloves of Haste. Das sind die hier. So, Boots sind da. Was denn hier passiert? Ein Double Kill von El Comandante. Wer ist denn das? Ah,
Wer ist das? Ah, das ist Bara. Oh, eigentlich auch ein sehr, sehr... Ist der Level 11? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin Level 6 und der ist Level 11? Wow. Wir haben offensichtlich irgendwas ziemlich falsch gemacht. Oder er hat irgendwas ziemlich richtig gemacht. Level 11. Ja gut, er hat schon 3 Kills, aber trotzdem. Das ist ziemlich heftig. Und Bara, ich finde, Bara ist ziemlich imbar. Ganz im Ernst. Dem kann man sehr, sehr schlecht entrinnen, da er nämlich über einen Stunning verfügt, welches unglaublich aggressiv ist. Das heißt, er kann einem eigentlich permanent auf die Nuss geben, ohne dass man es machen kann, wenn man perma gestunt ist. Aber okay, wir müssen uns darum ja nicht kümmern, weil er nicht auf unserer Lane ist. Das heißt, weil er nicht im gegnerischen Team ist, meinte ich. Das heißt, wir haben ihn bei uns im Team und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns. So, jetzt spiele ich hier gegen 2 gegnerische Helden, Venom und Enigma. Das ist nicht so gut, denn gegen Nahkampf, gegen Fernkampfhelden bin ich natürlich jetzt ein bisschen schwächer unterwegs. Was ist hier los? Der Sand King wird gerade gerusht, aber da kommt Bara zur Hilfe und da werden wir es wahrscheinlich hier doch zu zweit schaffen. Zu dritt, da sind wir ja alle da und können jetzt eigentlich auch hier den abfarmen. Das ist also kein Problem gewesen. Auch wenn wir noch den Venomancer bekommen, glaube ich nicht. Der ist ja schon über alle Berge und wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rauswagen. Nee, nee, das hat er natürlich ganz, ganz gut gemacht. So, Blood Rage muss ich auf jeden Fall auch mal skillen. Das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Und wir sind jetzt zu viert und können jetzt mal ganz, ganz easy peasy hier diesen Tower runterreißen, würde ich sagen. Sind jetzt auf jeden Fall zu dritt, zu viert unterwegs. Nein, zum Runterreißen wird es nicht. Der wurde gerade auch durch eine magische Glyphe beschützt. Aber immerhin können wir hier doch noch ein bisschen pushen. Und vielleicht nehmen wir ihn mit der nächsten Wave mit. Obwohl, jetzt sind wir auch wieder zu viert da. Es könnte noch was werden. Jawohl. Jetzt sind wir hier mit vereinten Kräften dabei. Und der Tower ist weg. Und der Sand King hat ihn bekommen. So. Wie geht's weiter? Wir bleiben hier mal zu dritt. Und ich glaube, Bara ist auch schon so dermaßen übergeskillt. Aber da kommt jetzt erstmal der Earthchecker. Den müssen wir uns holen. Oha, der ist jetzt auch schon vom Sand King fast erledigt worden. Da hilft ja gar nichts mehr. El Kommandante hat sich den Kill geschnappt. Und der ist schon durch. So, hier auf Enigma kann ich auf jeden Fall meine Ulti casten. Das habe ich jetzt auch gemacht. Er hat das schwarze Loch gecastet, aber El Kommandante kriegt den Mega-Kill. Schade, schade. Ich würde ja auch gerne mal einen Kill bekommen, aber das sieht noch nicht so gut aus. Hier, Klings kann ich auf jeden Fall nochmal Blood Rage casten. Da kann er sich nämlich nicht in die Unsichtbarkeit flüchten. Hier haue ich noch ein, zwei Mal rauf. Vielleicht schaffe ich ihn jetzt auch mal hier mit einem Kill zu machen. Fat Fred has pwned. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Auch ich habe mal einen Kill bekommen. Und El Kommandante hat nicht alles für sich beanschlagt. Veranschlagt, das sieht doch mal ganz gut aus. Und ich würde sagen, jetzt werden wir auch mal diese untere Lane ein bisschen zu Ende pushen und schauen, wie weit wir hier kommen. So, erstmal ein bisschen creepen. Ich werde mich durch mein Bloodbath regenerieren, indem ich hier einmal Last hitte und dadurch auch mal wieder meine HP regeneriere. So, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, uns hier so ein bisschen zu regenerieren. Vielleicht kann man sich eigentlich auch durch Denies regenerieren. Das wäre ja auch mal eine interessante Abwechslung. Das habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Das heißt, ich kann mich nicht nur regenerieren, nicht nur das Bloodbath. Nee, hier, da ist es. Das Bloodbath walten lassen, indem ich Last hitte, sondern auch indem ich denie. Jetzt habe ich es nicht probieren können. Vielleicht jetzt. Ah, nee, da ist auch schon wieder Enigma da. Das heißt, hier muss ich mal wieder vorsichtig sein. Okay. Also, untere Lane sieht sehr, sehr gut aus. Haben dort schön durchpushen können, haben einen Tower mitgenommen und mal gucken, was hier in der Mitte geht. Da werde ich mich mal bewegen. Oho, Earth King scheint mir auf den Fersen zu sein, der Gute. Vielleicht kann ich hier noch eine Rune abstauben. Da ist eine Rune. Oh nein, ja. Ja. Das... oh Mann, fuck. Voll in die Falle gegangen. Ja, ist bitter. Das passiert aber auch, ne? Der war unsichtbar, hat sich dann Double Damage genommen. Und dann war die Sache auch durch. Also, ja. Nicht schlecht gemacht, nicht schlecht gemacht. Haben mich da absolut in die Falle gelockt. Und, ja. Läuft bisher noch nicht ganz so gut an für mich. Ist schade. Ich mag den Helden eigentlich richtig gerne. Und er kann auch echt voll imbar werden. Aber dafür bin ich einfach nicht gut genug und noch nicht so richtig im Spiel. Denn, Mann, es sei mir verziehen. Das zweite Mal Dota nach, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Und mal schauen, wie gut ich noch reinkomme. So. Wie auch immer, wir werden uns Sench und Yasha holen für diesen Helden. Das heißt, ich werde erstmal hier Ogre Axe und den Belt of Giant Strength holen und dann mit Sench den Anfang machen und mir dann diese Doppelschwerter kaufen, die wirklich es in sich haben. Sehr, sehr cooles Item, finde ich eigentlich. Geben hier was für Agility hier zu Strength, was mir insbesondere im Hinblick meiner HP-Zahl, meines Lebens quasi sehr zugute kommt.
können maimen, das ist so eine Art Mini-Slow, Attack-Speed, Damage, Movement-Speed, alles dabei. Schönes Allrounder-Item, mag ich sehr, sehr gerne. Sench, Yasha. Sollte man nur nicht in Verbundenheit mit Orb-Effekten nutzen, aber da ich diese nicht habe, kann ich das auch auf jeden Fall verwenden. So, ein bisschen mehr HP kann mir auch nicht schaden, habe ich jetzt ja auch bekommen. Dass ich gleich auf Sench gegangen bin, habe ich jetzt hier ein Belt of Giant Strength und auch die Ogre Eggs und kann da mit den jeweiligen Items auch mein HP-Balken auffüllen. Und wenn ich Yasha noch dazu habe, habe ich auch das passende Pendant dazu, um auch in Richtung Agility mehr machen zu können. Das heißt, eigentlich echt ein super Item, auch nicht nur für Strykwir, nicht nur für den Bloodseeker, aber auch auf jeden Fall für jeden Held, für jeden Nahkampfhelden, der so ein bisschen in Richtung Killer geht und auch Agility als primäres Attribut hat. Immer eine gute Sache. Und da werde ich auf jeden Fall auch das hier machen. So, wir müssen wieder aufpassen. Keiner der gegnerischen Helden befindet sich im Sichtfeld. Wir sehen hier nur ein Enigma in der Mitte. Es kann also sein, dass sowohl Klings als auch der Earthshaker jetzt irgendwo in den Wutz auf uns lauern und uns wieder mit einem Invisibility, einem Unsichtbarkeits-Attack auflauern. Da müssen wir mal schauen, ob das jetzt irgendwie noch passiert. Ich werde hier einfach mal auf der Lane bleiben. Ich sehe auch in der Mitte, da sind schon drei rote Pünktchen. Da sind sie. Da sind sie und haben Bara eben gerade gekillt mit genau dieser höllenhaften Kombination, die ich eben gerade schon vorhergesagt habe. Die machen natürlich den Job nicht schlecht, also mit Earthshaker und mit dem Klings zusammen auf einer Lane gehen, ist eine sehr, sehr gute Kombination. Klings kann sich da aus der Unsichtbarkeit raus verwandeln und Earthshaker macht dann noch seinen Fischer, um den Weg abzuschneiden und uns zu stunnen. Das ist natürlich ziemlich bitter und hier muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier den Venomancer noch irgendwie erwische. Der hat sich jetzt unsichtbar gemacht mit Lotus Edge. Verfügt er über einen Unsichtbarkeitszauber, der 7 Sekunden lang anhält. Das heißt, entweder ist er mir jetzt auf den Fersen oder hat sich jetzt wieder zurückgemacht. Da ist Klings. Klings werde ich jetzt einen Rupture casten, aber Earthshaker, ja. Jetzt hat die Kombination auch mich erwischt, die ich eben gerade angekündigt habe. Die machen da ihren Job nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall mehr zusammenbleiben. Nicht, dass das jetzt zur Gewohnheit wird, dass sie uns beide, uns alle damit rausfokussen. Sieht sehr, sehr schlecht aus eigentlich. Obwohl wir von den Stats her eigentlich eine sehr ausgeglichene Statistik haben, geht das eigentlich noch klar. So, müssen aber auf jeden Fall aufpassen, dass wir dort nicht alleine irgendwie unterwegs sind und uns von den beiden rausfokussen lassen. Das muss ich irgendwie zu verhindern wissen und El Kommandante macht schon mal einen guten Schritt und hat Observer Wards gekauft. Die haben zwar kein True Sight, das heißt, die können nicht unsichtbare Einheiten aufdecken, aber sie führen auf jeden Fall dazu, dass wir etwas mehr Overview haben auf der Map und das ist auch schon mal nicht schlecht. Kann ich mir Sench kaufen? Nein, mir fehlt noch ungefähr 100 Gold. Vielleicht könnte ich mir mal einen Chicken leisten, damit ich nicht immer wieder zurücklaufen muss, wenn ich mir was kaufen muss. So, ich habe einen Chicken, beziehungsweise einen Dog, einen Hund, der mir Einheiten, der mir Gegenstände von der Base aufs Schlachtfeld bringen kann. So, also, das Credo ist zusammenbleiben. Bisher bin ich wirklich mit 1:3 sehr, sehr schlecht, habe nur einen Kill bisher setzen können und das, obwohl Bloodseeker von Kills lebt. Bin auch nur Level 10, bin damit auch eher in der unteren Skala. Also es läuft wirklich noch nicht so richtig gut. Ich hoffe, dass ich im Late Game noch ein bisschen zum Zug komme. So, wie auch immer, wir sind hier alle zusammen und versuchen zu pushen. Mal gucken, ob es klappt. Sand King ist da. Wir sehen hier Mirana, die Priest of the Moon, aber da sieht es echt ganz, ganz schlecht aus. Ich versuche mal Nikes mit einem Rupture irgendwie zu unterbinden. Hab auch meinen Bloodthirst drauf, aber ne, da bin ich auch schon wieder ganz, ganz weit hinten und auch tot. Mann, Mann, Mann. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Wir kriegen es hier echt nicht hin, irgendwie was zu reißen. Und selbst Bara wird jetzt hier, ja, erledigt. Alle tot. Das ist quasi, ja, eine Niederlage auf ganzer Linie. Also echt heftig. Haben alle Helden verloren im Teamfight. Und tja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was man jetzt noch machen kann. Mist. Echt schade. Aber na gut. Ich bin zwar sehr, sehr schlecht dabei, aber auch Black Dragoon macht keinen guten Job. Und bis auf El Kommandante sind wir eigentlich alle noch nicht so richtig auf der Höhe. Ach, ist echt scheiße, aber na gut, hilft nix. Ich muss das Beste draus machen. Und das Beste heißt jetzt auf jeden Fall mal deffen. Es muss gedefft werden, aber dieser Tower wird es nicht mehr überleben. Dafür haben die schon gesorgt. Und Sand King konnte da auch nichts alleine ausrichten. Die haben aber auch wirklich ein Killer-Matchup, muss man ja auch sagen. Also das Line-Up der gegnerischen Armee hier ist wirklich heftig. Die haben mit Nikes richtig geilen Jungler-Killer, haben auch noch den Earthshaker und Bone, was ja auch wirklich eine tödliche Kombination ist. Also,
Man muss schon sagen, die haben auch echt sehr, sehr gut gepickt und haben sich da echt gute Helden zusammengewürfelt. Ganz, ganz klar. So. Hilft nichts. Ich muss auch mal alleine auf die Lane, um auch mal zu leveln. Ich bin Level 10. Das ist wirklich allerunterste Kategorie. Und muss mal schauen, dass ich hier vielleicht auf der unteren Lane irgendwie mal ein bisschen an XP komme. Also das geht ja wirklich so gar nicht klar. Ja, mal schauen, ob ich hier noch bestehen kann gegen Enigma, der hier offensichtlich mit mir zusammen auf der Lane ist. Ich sehe jeweils seine Kleinen und Venomancer ist auch am Start. So, was können wir machen? Den Venomancer können wir auf jeden Fall mit Rupture ausschalten. Der läuft und er muss sterben. Wenn er läuft, muss er sterben. Jetzt bleibt er stehen, jetzt bleibt er stehen, aber er ist unsichtbar. Aber ich kann ihn trotzdem noch sehen, weil ich nämlich Bloodthirst drauf habe. Fatfat hat ihn gepwned, das ist doch mal eine gute Nachricht. Wie geht's weiter? Wo ist der nächste Held, den wir hier kriegen? Hier vielleicht, Enigma, kriegen wir den noch? Aber der ist auch schon über alle Berge. Aber immerhin einen rausgefokust und das ist doch schon mal ein guter Anfang. Man muss sich ja auch über die kleinen Dinge freuen, gerade wenn man so extrem im Hintertreffen ist, wie wir es eben gerade waren, nachdem wir ja unsere komplette Mannschaft verloren haben. So, wie sieht es hier aus? Enigma wird von Bara nochmal rausgefokust. Sehr, sehr schön. Wird jetzt nochmal vom Earthshaker gefischert. Aber der geht auch schon wieder zurück. Und Mirana und Bara machen sich schon wieder auf den Rückweg. Sehr, sehr gut. Mit einem Kill sind wir da auf jeden Fall auf der richtigen Seite und auf der Überholspur gewesen. So, wie geht es weiter? Wir können jetzt erstmal wieder zurückgucken, dass wir hier die Lane deffen und wieder pushen. Ich habe mein kleines Hündchen, was mir doch jetzt endlich mal Sench bringen kann. Dann mach das doch mal. Jetzt habe ich Collective Items. Wie heißt das nochmal? Transfer Items, da oben war es, genau. Hab eben gerade nicht mehr das passende Symbol gefunden. So lange, nach so langer Zeit wusste ich es nicht mehr ganz. So. Transfer Items und dann macht er sich jetzt auf den Weg, mir Sench zu bringen und damit habe ich auch immerhin schon mal das erste Item, was so ein bisschen nach was aussieht. Alles, was ich hier habe, ist bisher eigentlich nur Baustoff für größere Items bzw. Anfänger-Items. So, damit ist es also bald vorbei und wir können hier vielleicht sogar noch ein bisschen pushen, obwohl da kommt der Earthshaker und der wird gleich fischern und da gehe ich wieder zurück. Da hat er mich sogar schon erwischt, aber ich werde mich hier auf jeden Fall auf den Weg zurück machen. Ich bin im Thirst-Modus, das heißt, irgendwo passiert hier gerade was. Oh, ich muss aufpassen, dass mein kleines Hündchen hier nicht erledigt wird. Wo ist mein Hund? Alles klar, bring mir das Item und geh weg. So, Sench ist schon mal da, das heißt, ich habe schon mal Main und auch immerhin Strength und Damage dabei. Und schau mal, dass ich jetzt hier auch in den Genuss komme, mir Yasha zu bauen. Das Agility-Pendant. So, wie sieht es hier in der Mitte aus? Wer ist da unterwegs? Da ist Earthshaker, den werde ich auf jeden Fall mal... Ah, fuck. Jetzt habe ich Earthshaker geruptured, aber das hat mir jetzt auch nicht mehr geholfen, weil ich ihn nicht mehr rausfokussen konnte. Schade, schade. Ulti gewastet und... Oh, er hat aber echt extrem HP verloren. Aber jetzt wird er natürlich gesaved von den anderen. Schade, schade. Das heißt, da kam ich nicht mehr ran und kann da nichts mehr machen. Schade. War gar nicht so schlecht. Oho, Nikes kommt. Ich muss auf jeden Fall abhauen. Bevor Nikes mich erwischt, sollte ich mich auf jeden Fall verziehen. So, wie geht's hier weiter? Ich kann mir Boots of Elfskin leisten und das werde ich auch machen. Transfer Items und los geht's. So, in der Zwischenzeit könnte ich ein bisschen jungeln. Das kann man als Bloodseeker eigentlich auch ganz gut machen, weil man sich durch das Bloodbath ja wieder erholen kann. Ist eigentlich eine gute Nummer. Was ist da oben? Bara hat auf sich gepointet, aber ich habe nichts gesehen. So, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal etwas aufpowern. So, caste mal Bloodthirst, Blood Rage auf mich, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Und los geht's. So, was ist in der Mitte los? In der Mitte ist Enigma offensichtlich am Start. Und da wollen wir doch gleich mal schauen, was wir da deffen können. Deffen, was das Zeug hält. Sand King ist auch schon unterwegs. Dann werde ich nicht mehr so viel zum Farmen haben. So. Death Bottom wird gerade angesagt. Sehe ich jetzt noch nicht, dass das so sinnvoll ist, beziehungsweise so notwendig, aber prospektive sollte man da hingehen, respektive da ist auch schon El Kommandante unterwegs und wird sich wahrscheinlich auch darum kümmern. Was ist hier los? Der Venomancer irgendwo im Nichts. Ob wir da vielleicht mal ihn da rausholen können? Nein, der ist auch schon in Enigma unterwegs. Da wollen wir uns nicht auf eine Gang einlassen. So, ich könnte eigentlich mir mal den Flying Courier besorgen, das heißt aus meinem Hund einen fliegenden Hund machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr, wo das passende Item dazu ist. Wo war denn das nochmal? Flying Courier. Da, Flying Courier. Das heißt, ich habe jetzt einen Vulture, der fliegen kann und keinen Hund mehr. So,
Dieser Waldschatten hat noch einen Speedbonus und kann sich auch kurzzeitig unbesiegbar machen. Das ist auf jeden Fall gut, gerade wenn man hier in einem Gefecht ist und irgendwie Probleme hat. So, sieht jetzt hier aus. Enigma kriegt nochmal einen Rupture von mir hinterher. Und der wird jetzt auch endlich sterben. Leider habe ich ihn nicht getötet. Und oha. Eieieiei, ich muss zurück. Ich muss zurück. Na, das wird nix. Das wird nix. Und da bin ich wieder tot. Toll. Ja. Und mal wieder 2 zu 5. Es ist echt zum Kotzen. Ganz im Ernst. Was machen wir hier? Ich sehe es auch nicht, ey. Ich bin Level 13. Das ist auch echt bitter. Nur Enigma ist noch schlechter als ich. Ach, das läuft nicht an. Tja. Was machen wir? Hier in der Mitte sind die wieder unterwegs. Und die haben auch schon... Ey, guck mal, mit Dagger und mit dem Scepter ist der schon unterwegs, der Earthshaker. Das ist schon immer genug. Klings, die haben sich auch wirklich... sind gefeedet und schon echt satt ohne Ende. Da weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was ich da noch machen kann. Also... das ist heftig. So, die Glyphe wurde aktiviert. Ich kann mir hier schon mal Blade of... wie heißt die nochmal? Blade of Alacrity kaufen. Brauche ich gleich für Yasha. Und tja, unser Mid-Tower ist leider weg. Unser Mid-Tower ist weg. Da sind wir leider nicht mehr auf der richtigen Route. Immerhin konnte El Comandante hier noch für einen Kill sorgen. Tja, schade, schade. Mid-Tower ist weg. Jetzt können wir uns nichts mehr erlauben, sonst wird uns die Mitte komplett eingerissen. Und dann haben wir echte, echte Probleme. So, wie sieht's da oben aus? Können wir da einen rausfokussen? Aber, naja, mal schauen, was passiert. Vielleicht hier jetzt. Venomancer, der sieht alleine aus. Kriegen wir den. Bara ist schon auf der Jagd. Ihr seht das in dieser Mordsgeschwindigkeit, wie er das macht. Und wenn jetzt nicht schief läuft, wird er ihn auch in einem One-on-One kriegen. Hat auch noch Dust of Appearance, damit er sich nicht mit Lothar rausfokussen kann. Das ist kein Problem. Den kriegt er auf jeden Fall. Good job. Schönes One-on-One. Sehr, sehr gut gemacht. Und immerhin war er da auf der richtigen Fährte. So, wir ziehen hier in der Mitte aus. Da ist Nikes unterwegs. Und Enigma wird aber wahrscheinlich nichts werden, dass wir da irgendwas schaffen. So. Vote Kick Shadow Walker. Wer ist das denn nochmal? Das ist der Venomancer. Ja, ich würde nicht sagen, dass man den Vote kicken sollte, nur weil er so schlecht ist. Schlecht bin ich auch. Ich hoffe, ich werde nicht auch gekickt. So, wie sieht's aus in der Mitte? Da sind Leute unterwegs. Und zwar nicht zu knapp. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt nicht auf den direkten Wege begeben, sondern eher... oha, dann chargt er schon. Er ist unterwegs. Ah, die haben Roshan. Die haben sich Roshan geholt, die Säue. Oh Mann. Okay, kriegen wir Bones? Kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Nein, leider nicht. Dazu hat es nicht mehr gereicht. Schade. Tja, die haben sich Roshan geholt. Das heißt, die haben jetzt noch einen Vorteil, als wär's nicht schon, als hätten sie nicht schon Vorteile genug gehabt. Schade, schade. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal Yasha. So. Roshan bringt Gold, XP und alles. Und auch eine Art Prestige-Objekt. Wer Roshan knackt, hat auf jeden Fall erstmal die Hosen an. Das kann man so sagen. Oh, oh, wie sieht's hier aus? Klings, kriegen wir den noch? Fat Fred hat ihn gepwned, immerhin. Und, wenn ich hier noch Nikes erwische, aber das werde ich nicht tun. Ich muss mich hier auf jeden Fall mal, zurückziehen. So. Ich bin offensichtlich im Bloodthirst-Modus. Irgendjemand hat wenig HP. Die haben alle wenig HP. Aber jetzt habe ich auch leider keine Ulti mehr, um da was zu machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal Yasha. Kommen wir hier noch an irgendjemanden ran? Oh, Nikes vielleicht. Aber nee, nee, alleine will ich da auch nicht rein. Aber jetzt vielleicht. Jetzt sind wir alle da. Könnte das noch was werden hier? Mit gegen Nikes vielleicht. Komm, zack. Fat Fred ist auch eine Killing Spree. Jetzt witter ich mal wieder Morgenluft. Wie sieht's denn aus hier? Double Kill. Das ist nochmal eine gute Nachricht. Und die kriegen wir jetzt endlich mal irgendwie durch hier. Sehr, sehr schön. Ich habe euch doch gesagt, im Late Game kann man da noch was reißen. Selbst wenn man hier irgendwie ins Hintertreffen geraten ist. Double Kill, das gibt mir mal wieder ein bisschen mehr Fahrtwind. So. Wie sieht's aus? Klings sagt schon GG. Er glaubt gar nicht mehr an den Sieg, obwohl wir eben gerade schon so weit hinten lagen, dass ich gedacht habe, dass wir das Ding verlieren werden. Aber da kann man mal sehen, da ist noch eine Menge drin. Der Drops ist noch nicht gelutscht, hier ist noch Musik drin. Und da können wir vielleicht noch was reißen. So, hier müssen wir aber aufpassen. Ich würde mal lieber sagen, Beck, da ist auch schon der Venomancer und hat sich reingeworfen. Und der Earthshaker ist auch schon da. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir hier mal einen Beck. So. Ah, da ist jetzt Bones unterwegs. Ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg. Oh mein Gott. Ob ich das noch überlebe? Ich bin nämlich irgendwie
Jetzt bin ich zum Glück bin ich jetzt unsichtbar. Aber ich hoffe. Boah. Okay, bin gesaved. Alter Schwede. Good job. Und thank you. Wow. Wäre beinahe gestorben, aber durch den beherzten Einsatz von... Oh. Ich glaube, Bara fand meine Aktion nicht so gut oder meint jemand anderes. Er meint wahrscheinlich jemand anderen. Egal, auf jeden Fall hat er mein Leben gerettet und das ist sehr, sehr gut gewesen. Und mal schauen, was ich jetzt machen kann. Ich könnte zum Beispiel auf Kristalles gehen und mir Critical Strike holen. Broadsword Blades of Attack. Ich weiß, wo ich die kriege. Und zwar da und da. Und dann habe ich jetzt auch noch einen Critical Damage dazu geholt. Sehr, sehr gut. So, jetzt noch ein bisschen aufpowern und los geht's. So, langsam bin ich auch itemtechnisch wieder gut aufgerüstet mit Sench und Yasha und Kristalles. Habe ich auf jeden Fall die richtigen Items drauf. 5 zu 5, bin immerhin jetzt schon wieder ausgeglichen. Das heißt, ich bin wieder im Aufwind und die Sache sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Wie sieht es auch hier aus? 20 zu 25. Das heißt, da sind wir sogar bei den Kills her jetzt gar nicht mal so schlecht unterwegs und sogar in der Führung. Ich würde sagen, hier können wir das Ding noch drehen und gewinnen. So, ich gehe erstmal nach oben, werde oben ein bisschen rumfarmen und schau mal an, was in der Mitte passiert. Da ist Nikes unterwegs, der hat sogar schon einen Cranium-Basher. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Damit kann er nämlich zwischendurch den Leuten mal noch mehr stunnen. So, und ich werde mich hier erstmal um die Creeps kümmern. Ihr seht jetzt hier, diese Zahl in Rot, die ihr hier seht, das ist der Critical Damage. Den habe ich jetzt durch Kristalles gewonnen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Gerade wenn man einen hohen Attack Speed hat, den ich ja auch habe, dadurch, dass ich Sench und Yasha habe, kann man da wirklich doch richtig schön killen. Dann noch ein Blood Rage drauf, um noch mehr Attack Speed zu haben. Na, gute Nacht, Johanna. Da kann man wirklich den ein oder anderen Kill mitsetzen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und das Schöne ist, Kristalles ist ja auch noch zu Bewiser upgradable. Das heißt, da habe ich auch noch ein richtig schönes Late-Game-Item, was sich da anschließen lässt. So, sieht alles sehr, sehr gut aus. Mal gucken, was hier oben abgeht. Irgendwie noch gar nichts. Ich hoffe, dass ich nicht gleich irgendwie von hinten in irgendeine Gang komme oder gerade in, ja, er sagt auch schon Care. Ich glaube auch. Man muss hier aufpassen, dass hier nicht gerade gleich ein Klings um die Ecke kommt aus der Unsichtbarkeit und mich hier tötet. Ja, ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Ich werde mich hier einfach mal... Aber jetzt werde ich mich wieder zurückziehen. Das wird mir hier ein bisschen zu heiß. Da schaue ich mal. So, mit meinem Vulture gehe ich auf jeden Fall mal zum Waldshop und guck mal, was da so geht und wie teuer die Items sind, die ich jetzt brauche. Das habe ich nicht mehr ganz auf der Kette. Hier gibt es eine Rec-Rune, die werde ich meinem Team mal reporten. Falls da jemand Regeneration braucht, weiß er Bescheid. So, Igelhorn brauche ich und das kostet 3300 Gold. Also merkt euch mal einen Goldstand und der muss ich nochmal verdreifachen, fast, damit ich hier das auch kaufen kann. So, wie sieht's aus? Ich bin hier in der Mitte mit Bara unterwegs, da fühle ich mich halbwegs sicher, aber der geht auch schon wieder weg. Tja, keine Ahnung, wo die gerade sind. Roshan werden die wohl kaum machen. Ich glaube, Roshan ist nämlich auch gar nicht da. Nee. Aber alle sind irgendwie irgendwo. Ich sehe keinen gegnerischen Helden. Da heißt es aufmerksam sein. Und vielleicht ein bisschen jungeln. Gehen wir da hin. Und den Vulture werde ich mir wieder zurück in die Base schicken, da wo er sicher ist. So. Wen sehen wir da? Da sehen wir den Venomancer. Den könnten wir uns eigentlich holen. Aber ich werde vielleicht erstmal mich ein bisschen um die Creeps kümmern. So, Klings und Enigma in der Mitte. Der Venomancer kommt wahrscheinlich über links. Dann werde ich auch mal über links kommen und auf die Top-Lane gehen. So, geht los. Ich beleuchte den Weg. Und alle Befehle sind verteilt. You guys gonna do something. Jetzt werden wir quasi provoziert, dass wir in die Offensive gehen. Naja, ich bin immerhin schon fast an der Base, aber habe auch Angst, dass mir hier gleich irgendjemand von hinten einen Strich durch die Rechnung macht. Da sehe ich auch schon jemanden. Ich glaube, das ist der Venomancer, aber mal schauen, was passiert. Ich gehe auf jeden Fall mal wieder etwas zurück. Das wird mir hier zu bunt, zu heiß. Venomancer und Enigma sind beide da. Ich gehe mal wieder in die Mitte und schaue, was da passiert. Auf jeden Fall... Oh, er wird gecharged. Okay, dann komme ich mit. Bara charged. Enigma geht voll rauf. Ich werde mich mit reinhauen und Enigma einfach mal... Das gibt's ja nicht. Was ist denn hier passiert? Na gut, aber den kriege ich jetzt. Komm schon, den kriege ich. Den kaufe ich mir doch. Nee, das gibt's nicht. Da kam noch der Earthshaker, ey. Oh. Tja.
Wie gewonnen, so zerronnen. Ziemlicher Fail. Wir haben uns ein bisschen provozieren und aus der Reserve locken lassen. Das war jetzt auch der Fehler. Hätten eigentlich ganz kühl bleiben können, aber dadurch, dass sie die ganze Zeit nur gecampt haben, haben wir uns so ein bisschen, sind ein bisschen zu tief reingegangen und das hat dann auch dazu geführt, dass wir dann auch dort überrascht worden sind und der Earthshaker hat dann nochmal schön gefinisht. So, na gut, das passiert. Jetzt ist es noch ausgeglichener als ohnehin schon, also es wird echt immer spannender hier. Mit 23 zu 25 auf jeden Fall eine sehr, sehr heiße und enge Nummer. So, jetzt geht's durch die Mitte. Enigma kommt. Earthshaker. Enigma geht wieder nach rechts, kommt wieder in die Mitte zurück. Andere Helden sehe ich gerade hier nicht. Doch, Nikes kommt. Also, zu dritt sind sie in der Mitte. Einfach mal sagen, 3 mit. Oben, unten sehe ich keinen, außer Venomancer, der defft gerade die Bottom Lane. So, in 7 Sekunden bin ich wieder da und da schauen wir mal, wie es aussieht. 30 Sekunden ist Bara wieder da. Ich habe zum Glück eine kürzere Respawn-Zeit und bin jetzt wieder voll einsatzbereit. So, geht los. Die sind in der Mitte. Da müssen wir echt aufpassen jetzt. Okay, Earthshaker ist da. Alle sind sie da. So, Earthshaker werde ich jetzt einfach mal aus dem Verkehr ziehen und mich jetzt hier reinhauen. Aber das wird nichts. Nee, nee, das wird nichts. Da bin ich jetzt schon wieder tot. Also, das ist echt krass. Aber kann ich mich zurück... Ja, ich kann mich reviven. Nicht genug Gold? Ne, 1500 Gold. Ich habe nur 1030. Das kann nicht wahr sein, oder? Ich muss mich wiederbeleben, sonst verlieren wir die Scheiße. Komm schon. 1050 habe ich gleich. 45, 47, 49, 50. Ich bin da. Und weiter geht's. Müssen das Ding echt noch jetzt wuppen. So, wie sieht's hier aus? Wen kann ich hier irgendwie beehren? Vielleicht den Klings. Aber ne. Jetzt bin ich auch schon wieder halbtot hier. Ja, Nikes, fokus mich wieder raus. Das wird nichts. Ja. Ach, fuck it. Ja, wenn es so eng ist und dann auch noch im Late Game, dann kann nur eine Aktion oder eine schlechte Phase ausreichen und man hat das Ding verloren. Und das haben wir jetzt. Mitte ist aufgerissen. Mitte haben sie schon Super Creeps. Wir haben unser komplettes Team verloren. Nur Bara ist noch da. Ja. Also jetzt müssen wirklich noch Wunder geschehen. Ich habe auch in letzter Zeit nur Scheiße gebaut. Aus einem 5 zu 5, von einem 5 zu 8. Also auch Schande über mich. Die letzten Aktionen, die ich gesetzt habe, waren alle absolut für die Katz. Weiß nicht, wie wir das jetzt noch reißen sollen. Das wird sehr, sehr hart. Aber, na gut. Tja. Mirena hat auch schon die Sache beendet. Ein lieber Hero haben wir schon auf unserer Seite und... Ja, und oben reißen sie uns auch noch weiter die Geschichte ein. Mein Geld ist futsch. Bara gegen Nikes hier in einem epischen One-on-One, was Nikes auch gewinnen wird. Also, wenn unser bester Held, unser bester Mann Bara es auch nicht mehr schafft, in einem One-on-One zu bestehen, dann ist die Sache eigentlich auch gegessen. Tja. Tja, tja, tja. Jetzt werde ich auch noch geflamed, das war klar. Aber, naja. So ist die Geschichte. Geschenkt wird einem nichts, außer Flames. Die kriegt man immer gratis. So, jetzt hat mir Bara gerade die Anweisung gegeben, dass ich ihn im Fight mit einem Blood Rage versehen soll. Damit er mehr Damage macht. Das werde ich dann natürlich auch beherzen. Und ja, wir müssen mal in die Mitte gehen. Da gibt es nämlich schon ganz große Creeps. Die seht ihr hier. Und die reißen uns hier die Mitte ein. So. Mirena. Müssen wir eigentlich ein Item Cell machen. Team Cell. Und dann haben wir diesen Helden auch aus dem Verkehr gezogen. Tja, schade, schade. Ein Lever, Imba-Gegner und tja, nicht so wirklich Aussicht auf Erfolg. Sieht schlecht aus. Keine Ahnung, was wir hier machen können. Ich werde mich einfach mal irgendwie über die Map bewegen. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Tja. Ich werde hier mal ein bisschen versuchen zu farmen, noch later reinzukommen. Mit Level 18 bin ich ja echt nicht gut dabei. Unterste Reihe hier. Und tja, das sieht natürlich auch nicht so gut aus. Tja, tja, tja.
Earthshaker unten unterwegs. Venomancer habe ich da eigentlich auch gesehen. Der müsste da auch irgendwo sein. Meine Jungs sind alle irgendwo. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass gleich jemand nach mir sucht. Aber alle sind unten. Alle sind unten. Das heißt, da müsste eigentlich gedefft werden. Oder ich bleibe oben und pushe. Keine Ahnung, was jetzt schlauer ist. Auf jeden Fall haben wir mal Roshan erledigt. Ich glaube, das war Yunero in einer guten Einzelaktion. So, ich versuche jetzt einfach mal links aufzureißen. Ganz alleine. Aber ich müsste mich eigentlich quer über die, ich frag mal, shall I come or push? Mal gucken, was meine verbündeten Jungs dort sagen. So, ich hau jetzt einfach mal alles rauf. Aber das war jetzt nicht so gut, weil der Tower mich angreift. Aber vielleicht schaffe ich es hier auch zu pushen. Mal schauen, was mich hier für ein Schicksal ereilt. Auf jeden Fall kann ich jetzt alles darauf setzen, den Gegnern hier einzuheizen. So. Ich bin jetzt dabei, einzureißen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Top Lane wird jetzt auch die Rex verlieren, dank meines beherzten Zugreifens. Ich hoffe nur, dass meine Jungs es schaffen, da unten alles zu deffen, damit wir hier auf jeden Fall auch dazu, auch hier einen Vorteil kommen, dadurch, dass ich hier das alles schön aufreiße. Es sieht gut aus. Triple Kill von Month Street. Das ist doch einer von uns. Das ist doch Yunero. Das ist doch super. Und ich kann hier oben alles einreißen. Das bringt nochmal hier wirklich was. Das hat nochmal eine richtige Wendung. Jetzt habe ich auch noch genug Gold, um hier sogar noch was zu kaufen. Dafür suchen sie hier verzweifelt, das alles zu safen. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe hier wirklich eine Menge eingerissen. Das könnte noch ein Happy End nehmen. Jetzt auch nochmal das Gebäude, damit hier auch die gesamte linke Seite eingerissen ist. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Das sieht echt gut aus. Linke Seite ist eingerissen und ich kick auch ein Good Job vom Bara mitgenommen, da ich hier im Alleingang das gesamte Lager aufgerissen habe. Jetzt kommt aber Nikes und kriegt mich. Aber na gut, das nehme ich doch mal gerne in Anspruch, dass ich hier gestorben bin. Habe ich gerne gemacht, denn ich habe durch mein beherztes Eingreifen tatsächlich hier die gesamte linke Seite aufgerissen. Dann war dieser Tod auch auf jeden Fall totally worth it. So, immerhin ein Tod, der sich gelohnt hat, und ich habe auch noch mein Item sichern können. Das heißt, das nächste, was ich mir hole, ist Bereiser du Kianon. Und wenn ich mir dieses hier kaufe, dann werde ich mein Critical Damage noch um perverse Ausmaße erweitern. Das heißt, ich muss noch 50 Sekunden warten und dann bin ich zurück mit Bereiser. Das ist sehr, sehr geil und wir gucken mal in der Mitte, was hier so passiert. Oh, bitte, bitte, bleib am Leben. Lieber Sand King, kannst du dich rausholen? Nein, kann er leider nicht. Wie sieht es hier noch aus? Keiner da von uns. Vier gegnerische Helden, die die Mitte verteidigen. Wie sieht es unten aus? Bara pusht die Bottom Lane und Yunero hält die Mitte waagerecht. So, Myrana ist hier. Unser Lever Hero, der so ein bisschen Torwächter spielt und immer mal wieder ein paar Creeps holt. Sand King hat sich zurückgekauft, hat offensichtlich genug Gold gehabt und ja, also es wird spannend, es bleibt spannend. Meine Damen und Herren, 32 zu 32, ausgeglichener geht es kaum. Und wir sind echt mitten im Late Game mit einer richtig harten Ansage. Hier in der Mitte bei uns aufgerissen, oben bei denen aufgerissen. Spannender kann ein Dota-Match nicht sein. Ich hoffe, ihr seid immer noch hier dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu verfolgen. Und los geht's. So, Transfer Items. Da müsste ich jetzt eigentlich Bereiser am Start haben. Ich habe mir das falsche Item gekauft. Oh mein Gott, bin ich ein Noob. Ich hätte Crystallis Demon Edge hätte ich mir holen müssen. Oh, ich bin ein Noob. Das habe ich jetzt verwechselt. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Tja, ich brauche jetzt Demon Edge. Demon Edge kostet 2400 nochmal, ne? Boah. Ja, okay. Noob Action. Das passiert auch mir mal. Na gut, nach 2 Jahren, ich hoffe, ihr seht es mir nach, kann man sich auch nochmal in der Item-Wahl vertun. Hatte die eigentlich die ganzen Items, die ganzen Rezepte alle im Kopf, aber gut, da habe ich mich jetzt um ein Item vertan. Muss jetzt auf Demon Edge warten, dann kann ich mir aber Bereiser holen. Demon Edge Crystallis, Crystallis habe ich, Demon Edge brauche ich und das kann ich hier holen für 2400, das heißt 1200 Gold brauche ich noch und dann geht das klar. Was geht hier oben klar? Da ist Nikes, den werde ich mich auf keinen Fall in 1-on-1 einlassen. Stattdessen hole ich mir vielleicht Klings. Wie wär's denn damit? So, Rupture drauf und den kriegen wir doch jetzt kalt, würde ich sagen. Renn, renn nur! Renn und du wirst sterben, Junge. Ich krieg dich. Zack. Fat Fred. Pwned Heist's Head. Sehr, sehr cool. Oh, nee. Da ist er schon wieder da. Aber ich kann gegen diesen Nikes nichts machen. Ja.
Hilft nix. Bin ich wieder tot. Tja, naja, immerhin, einen habe ich gekillt und den anderen hätte ich sowieso nicht bekommen, von daher ist es dann auch Jacke wie Hose. So, mit meinem Igelhorn kann ich damit, ich kann damit aber auch was machen. Igelhorn kann ich Butterfly gehen. Vielleicht kann ich auch eher auf Butterfly gehen. Genau, Igelhorn, Talisman of Evasion und Quarterstaff. Ne, dann spare ich mir lieber auf C2400 und hol mir Demon Edge und wie gehabt, Berizer. Und danach kann ich ja immer noch mein Igelhorn weiterverarbeiten. So, was ist hier los? Enigma, oh komm, ey, ne. Den kriegst du noch. Jawohl, good job, ey, Kommandante. Diesen Kill hast du dir redlich verdient. Venomancer gegen Yonero. Epic Fight. Eieiei. Shit. Shit, shit, shit. Aber ey, Kommandante, kriegst du den noch? Oh, das wird jetzt Epic Fight der Low-HP-Helden. Aber Venomancer ist schon... Nein, geh doch dahin, den kriegst du doch noch. Oh mein Gott, mach ihn. Nein, scheiße. Nein, scheiße. Nikes hat übrigens das Spiel verlassen gerade. Das heißt, wir sind jetzt 4 gegen 4. Und Nikes, mein Angstgegner, ich glaube, ich habe auch alle meine Death sind gegen Nikes gekommen. Ich kann gegen Nikes auch nichts ausrichten irgendwie. Aber das ist sehr, sehr gut. Gegen den habe ich jetzt erfolgreich bestehen können. Und das heißt, ich habe meinen Angstgegner verloren. Und das heißt, ich könnte jetzt auch mal richtig durchstarten. So, wie sieht's aus? 6 zu 10 sieht nicht so gut aus. Aber immerhin habe ich auch schon mal meinen Beitrag zum Team geleistet. Und jetzt geht's weiter. Und wir versuchen mal hier richtig nach vorne zu pushen. So, wie sieht's eigentlich aus? Top-Lane immer noch schön von mir durchgepusht. In der Mitte müssen noch die Gebäude eingerissen werden. Da macht sich Bara schon mal auf eine Solo-Aktion gefasst. Unten auch schon eingerissen. Also da sind wir sogar noch besser dran. Sehr, sehr gut. Und Bara hier. Der ist ja nicht mehr zu stoppen, der Junge. Sehr, sehr geile Sache. So, wie sieht's aus? Earthshaker hat sich dahin geteleportiert. Den werde ich auf jeden Fall mal rupturen, damit er nicht mehr da auf den Genuss kommt, irgendwas zu machen. Oh, oh, Bara, Bara, Klingsk ist auch noch da. Scheiße, kann ich da noch was casten? Vielleicht ein Rupture auf Bara? Ja, ja, los, renn, Junge. Renn und du wirst sterben. Ich sag's dir, mein Junge. Zack, da bist du weg. So, wie sieht's aus? Take Rex, sagt er. Das mache ich glatt. Alles auf die Rex. Und das Ding ist hoffentlich irgendwann mal geritzt. So, nee, nee, da kommt Venomancer von hinten. Den müssen wir noch kriegen, Den Venomancer. Die Rex muss runter, dann haben wir nämlich Super Creeps. Noch nicht ganz. Kommt's. Oh yeah. Mega Creeps. Monster Kill. Kill. Damit ist das Sache, die Sache eigentlich gegessen. Ich werde trotzdem noch pro forma meine Items zu meinem Helden bewegen, aber dadurch, dass wir jetzt hier Demon Edge haben, ja. War's das. Demon Edge wollte ich gerade. Mega Creeps meine ich. Ja, durch Demon Edge war es das immerhin mit meiner Itemwahl. Da werde ich mir jetzt auch das jetzt holen. Endlich habe ich meinen Berizer wie gehabt. Und tja, ich würde sagen, das hier haben wir auch alles. Nochmal schön Rupture, vielleicht kriege ich nur einen Kill. Werde mich hier nochmal gleich dahin bewegen. Aber das sieht ganz gut aus. Das Ding ist dann gleich auch geritzt und wir haben das Spiel gewonnen. Enigma castet hier nochmal seinen Ultra Mega Black Hole Spell. Aber das Ding ist gewonnen. Was für ein Game, meine Damen und Herren. Jede Sekunde volle Hochspannung. Das ist Dota in Reinform. Das findet man nirgendwo anders. Nur hier auf fitspielen.de.